Herzlich willkommen zum 15. Teil meiner 16-teiligen Videopodcast-Reihe Österreichische Politik, politische Bildung für Einsteigerinnen und Einsteiger leicht gemacht. In der Videobeschreibung hier unten sind die anderen Teile verlinkt. Der österreichische Staatsvertrag wurde am 15. Mai 1955 im Schloss Belvedere in Wien von einerseits dem österreichischen Außenminister Leopold Figl und andererseits von den Außenministern der vier Besatzungsmächte Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich unterzeichnet. Der am 27. Juli 1955 in Kraft getretene Vertrag beendete die 10-jährige Besatzungszeit durch die ehemaligen Alliierten, die im Jahr 1945 Österreich von der Diktatur des Nationalsozialismus befreit hatten. Österreich war nach dem sogenannten Anschluss im Jahr 1938 bis 1945 Teil des nationalsozialistischen Deutschlands gewesen. Wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der von den Nazis 1939 begonnen wurde, erklärte Österreich am 27. April 1945 seine Unabhängigkeit. Nach der militärischen Befreiung durch die Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich wurde das Land in vier Besatzungszonen geteilt. Jahrelang versuchte die österreichische Bundesregierung, die Unabhängigkeit des eigenen Landes und somit den Abzug der alliierten Soldaten zu erreichen. Als der kommunistische Diktator Stalin 1953 stirbt, sind alle vier alliierten Mächte ernsthaft bereit, mit Österreich in Verhandlungen über die Bedingungen für die Unabhängigkeit einzutreten. Im Moskauer Memorandum vom 15. April 1955 erklärt sich Österreich bereit, nach dem Abzug der Siegermächte seine immerwährende Neutralität nach dem Vorbild der Schweiz im Parlament zu beschließen. Genau einen Monat nach dem Beschluss des Moskauer Memorandums wird am 15. Mai 1955 der sogenannte österreichische Staatsvertrag zwischen den Außenministern einerseits Österreichs und andererseits der Sowjetunion, der USA, Großbritannien und Frankreich im Schloss Belvedere in Wien unterzeichnet. Der damalige österreichische Außenminister Leopold Figl spricht nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags die berühmten Worte: Österreich ist frei. Wesentliche Punkte des Vertrags sind unter anderem: Österreich wird frei und unabhängig. Österreich muss ein demokratisches Land sein. Jede politische und wirtschaftliche Vereinigung mit Deutschland wird verboten. Den Slowenen und Kroaten müssen Minderheitenrechte gewährt werden. Nationalsozialistische und faschistische Organisationen müssen verboten werden. Es müssen Zahlungen an die Sowjetunion geleistet werden. Nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages kommt es schrittweise zum Abzug der Alliierten. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im letzten Teil meiner Videopodcast-Reihe Österreich ist neutral. Was bedeutet das? Die Neutralität Österreichs.